Oh shit, here we go again. So, jetzt bin ich wieder zurück. Und ich habe wieder dasselbe Problem wie sonst auch. Barrick irgendwas. Machen wir mal aus. Da kenne ich ja die Lösung mittlerweile. Ich meine, ich könnte die Falle hier sogar umgehen, indem ich einfach die Schalter in der richtigen Reihenfolge gedrückt hätte. Aber wo soll ich wissen, welche die richtige Reihenfolge ist? Aber jetzt bin ich wieder an dem Punkt, an dem ich wieder nur ein paar Folgen aufnehme. Weil ich für morgen keine Folgen mehr habe, aber gut. Wie gesagt, here we go again. Hier ist wieder Minecrawler. Das Gefühl, die Stacheln töten mich, wenn die mich erwischen. Oh, hier schon, ich war hier schon. Ah ja, mal. Dickbauchige Ork-Statuen. Jetzt stirbst du! Nimm's nicht! Ich hab zwar noch einen Feuersturm über. Oh, hey! Lass dich hier nicht mehr blicken! Wir wissen ja jetzt, was kommt. Oh, hier mit so einem kleinen Trank rein. Dann, wie viele... Gibt's doch jetzt nicht, oder? Immer wenn ich neu lade. Ich mach das jetzt mal aus. Drei. Feiern. Aber mal gucken, wie oft habe ich den denn noch? Ich habe nur noch einen, Scheiße. Dann lege ich mal den Feuerball. Wobei, ich habe gehört, ich schwäche den jetzt einfach an mit dem. Und im Notfall muss ich ihn mit dem Nahkampf fertig machen. Gut, der ging mal daneben, der Feuerball. Aber das hat's auch getan. Hüterklinge. Jetzt hau ich mir gleich mal so einen 50er Trank rein. Hochkommt, tue ich auch. Das ist gut. Muss ich bloß gucken, wie ich da noch an den anderen vorbeikomme.
Da muss ich mir was einfallen lassen. Hier noch ein Todeshauch, der nicht funktioniert. So im Angebot. Ich will hier noch ungern wieder rausgehen. was habe ich da nochmal? Eispfeil, Windfaust und 30. Ach, damit. Gut, den Untoten, Feuerregen. Ich glaube, da muss ich meinen Feuerregen dafür opfern. Sich hier nicht mehr blicken. Nochmal einer. Fanatische Templer. Und nochmal einer. Ja, okay, es hat ansatzweise zwar funktioniert. Das hat sie auch nicht alle getötet. Schlecht. Lass dich hier nicht mehr blicken! Muss ich gucken, ob ich die so wegbekomme. Ah, die haben. Shit, die haben wieder mehr Leben. Emmet! Der Todeshauch funktioniert halt irgendwie nicht so ganz. Ja. Gut. Und Nahkampf und so funktioniert ja bei denen nicht wirklich. Ja gut. Muss jetzt echt gucken, wie ich das mache. Schlaf habe ich. Eispfeil, Windfaust, Todeshauch, Kettenblitz, Schaden pro Sekunde. Er ist halt auch nicht gut. Ach man. Unbeschwören, Telekinese, Wassermagier, Eisfeuer, Fleischwanze, ich denke gut. Ja. Gut. Wie war das mit den Eisfeuer nochmal? Ich glaube, die machen auch zu wenig Damage, oder? Kann ich den gleich im Nahkampf bekommen? Da geht mir dann die das Mana aus. Damit, jetzt muss ich extra wieder rauslaufen, mich dann irgendwie weg, oder? Jetzt probier ich's mal mit dem Dämon. Wenn ich einen Dämon beschwöre. Der mit mir in den Nahkampf geht. Schafft der Dämon den? Dammit. Geht gut. Ich weiß nicht, ob die Wassermagier mir da gute Schriftrollen verkaufen. Aber die guten Schriftrollen hatten ja nur die aus dem alten Lager. Ist jetzt ein bisschen problematisch.
Sonst komme ich an der Stelle nicht mehr weiter. Ja. Ja gut, dann mache ich jetzt mal kurz eine Pause, oder? Und dann muss ich irgendwie rausgehen, dann gehe ich noch mal, komme ich noch mal her. Und oder ich gucke, dass ich vor 5. Kreis lerne, dann bei Xardas hier Zaubern, 2. Kreis. Ja gut, ich müsste 3. Kreis lernen, um bessere Zauber zu lernen. Ja gut, das sehe ich dann, wenn ich bei den Wassermagiern bin. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt bin ich in dem Transaktionsmenü. Ich habe einen Kugelblitz raus, Kettenblitz, der war richtig wack. Schaden pro Sekunde 50. Ja. Aufrechterhaltungszauber. Okay. Wenn du meinst. Was die Waffen da hat er sonst. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Mana Bono. War nicht besonders schaden. Ja, benötigtes Mana. Mana braucht, um den zu halten, finde ich gut. Ich mal gucken. Ich habe ja ein paar Schwerter von den Ding bekommen. Ja. Ja, das war nicht besonders schlau. Wieder noch bei Schriftrollen oder Eisbälle. Wäre auch interessant eigentlich. War die Stufe 5. Naja gut, also es kann schon sein. Und ich hau mir da noch ein paar. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Oh. Ja, well. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Habe ich noch irgendwas versehen, was ich geben kann? Blutarzt. Wieso nicht? Aber behalte es für dich. Ich meine, muss ja nicht gleich jeder wissen. Oh, immer wieder dieselbe Leier. Dann gehe ich jetzt zu Saturas. Lern noch den 3. Kreis. Wahrscheinlich hast du recht. Solange ich habe ja 44 Lernpunkte. Was passiert mir nicht normal? Die 20. Aber kann ich nicht auch benutzen. Muss ja nicht gleich jeder wissen. Magie zu Ehren. Ich bin bereit. Der 3. Kreis der Magie ist einer der wichtigsten Schritte im Leben eines Magiers. Nicht länger bist du ein Suchender. Du bist bereits ein Stück des magischen Weges gegangen. Du hast gelernt, die Runen zu nutzen. Dieses Wissen ist das Fundament für deinen weiteren Weg. Nutze die Runen mit Bedacht. Du kannst eine Rune nutzen oder nicht. Aber entscheide dich für eine der Möglichkeiten. Zögere nicht, deine Macht einzusetzen, wenn du dich einmal entschieden hast. Erkenne deinen Weg. Dann wirst du die Macht der Entscheidung erkennen. Adanus Mö. Geh zur Seite. Okay, mir fehlt ein Lernpunkt für den 4. Kreis. Dämonenbeschwör. Ja, habe ich den Teleportenbindung? Dämonenbeschwörer nicht ausgenutzt. Doch, hier. Okay, gut, habe ich jetzt nicht drauf gedrückt. Ja, moin, Xardas. Hey, du. Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Ich habe einen Weg in den unterirdischen Tempel gefunden. Du hast, du... Bemerkenswert. Du bist sehr stark geworden. Stärker als jeder andere innerhalb der Barriere. Vielleicht bist du doch derjenige, von dem die alten orkischen Prophezeiungen sprechen. Prophezeiungen? Welche Prophezeiungen? Uralte orkische Schriften aus der Zeit, kurz nach der Versiegelung des unterirdischen Tempels, sprechen von einem heiligen Feind. Ein heiliger Feind? Einer, der kommen wird, um den Schläfer für immer aus unserer Welt zu verbannen. Ich soll der Gegenstand einer uralten Prophezeiung sein? Du musst dich irren. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Chance ist 50-50, also. Da kann man schon mal drauf gamblen. Ich habe dieses seltsame Schwert hier gefunden. Zeig mal her. Oh ja.
Interessant. Hier steht Uriziel. Ich habe schon von diesem Schwert gehört. Es ist eine Waffe aus alten Tagen, als die Menschheit noch jung war. Die Waffe ist aus einem völlig unbekannten Material geschmiedet. Auch über den Erschaffer steht nichts geschrieben. Angeblich soll diese Klinge unglaubliche Kräfte besessen haben. Aber ich kann keinerlei magische Aura feststellen. Uriziel besaß unglaubliche Kräfte? Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Nicht gut genug. Licht ausgegangen. Kann man die damaligen Kräfte der Waffe wiederherstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. In etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Die paar zusammengeflickten Minecrawler-Platten haben im unterirdischen Tempel einfach zu viel Liebe durchgelassen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Da waren wir schon drinnen. Was war das mit den Zombies? Der Windfaust. Ja gut, brauche ich die Kugelblitz eigentlich gar nicht. Aber hey, immerhin habe ich den. Und ich habe den dritten Magiekreis gelernt, also. Well. Voila. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal. Ich finde es auch gut, wie der die Minecrawler-Plattenrüstung hier anspricht. Sonst würde er eigentlich immer sagen, die ganzen Untoten da unten im Tempel haben sein Panzer ganz schön zerbeult und er braucht was Besseres. Aber kann auch sein, je nachdem, was für eine Rüstung man trägt, dass er hier dementsprechend was anderes sagt. Oder nur wegen der Minecrawler-Plattenrüstung, ich weiß nicht. Das ist ja die beste Rüstung, die man zu dem Zeitpunkt eigentlich kriegen kann. Muss ich bloß mal einen... Ja, wobei, ich brauche gar keinen Ort zum Schlafen. Oh, Uriziel. Stärke 30. Und. Solange wir große Kräfte besetzen. Stahl. Cool. Aber ich benutze trotzdem vorerst mal die Berserker-Wort. Hau ich mir den Trank ein. Und dann sprinte ich jetzt zu dem Tempel. So. Seinem alten. Ah, da ist Urshak. Hey du! Zu seinem alten Turm. Ich muss mich jetzt bloß nochmal orientieren, wo, in welche Richtung das war. Aber ich glaube, das war da hinten. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Licht aufgenommen. Und es ist schon eine Weile her, dass ich jetzt zuletzt hier war.
Ich hoffe doch mal, dass ich jetzt mal... Ich werde da noch einmal aufnehmen, das ist dann das, das wird dann das Ende sein. Und dann werde ich aber ein bisschen erstmal, ich glaube, ich werde erstmal Arcania spielen und dann setze ich mich an die anderen Mods, weil dann habe ich ein bisschen, Pause so von 1 oder allgemein von 1 und 2 quasi. Das 2 habe ich immer noch auf dem PC, das könnte ich noch im Stream spielen. Oh, okay. Wir haben ja immer noch. Hat sich wohl zurückgesetzt. Oh ne. Alter, what the fuck? Halt immer noch da. Ah, ja, okay.